Hallo ihr Lieben, heute habe ich super einfaches und leckeres Glasdessert für euch. Ich habe das mit Nutella und Kinderschokolade gemacht. Ihr könnt das natürlich auch nach Geschmack selber variieren. Ihr könnt beliebig jede Sorte Schokolade zum Dekorieren nehmen. Für die Füllung habe ich aber Nutella genommen. Ich zeige euch erstmal, wie die Füllung vorbereitet wird und wie ich das Ganze auch geschichtet habe. Für die Creme habe ich 200 ml Sahne in eine Rührschüssel hineingegeben. Dann brauchen wir 100 Gramm Mascarpone-Käse und 100 Gramm Frischkäse. Wie gesagt, ich habe dann einen Esslöffel Nutella genommen. Ihr könnt beliebig auch andere Schokolade nehmen. Das Ganze wird einfach mit einem Mixer geschlagen und fertig ist dann die Füllung. Jetzt kommen wir zum Schichten. Ich habe jetzt erstmal zerbröselte Kekse in die Gläser hineingegeben. Welche Kekse ihr nehmen möchtet, ist euch überlassen. Ich habe Butterkekse genommen, hell und dunkel vermischt. Ich habe Kinderschokolade mit Milch ein bisschen vermischt und zum Schmelzen gebracht. Und das gebe ich dann immer zwischendurch hinein, damit die Kekse durch die heiße Schokolade weich werden. Ich habe die Creme in einen Spritzbeutel hineingefüllt und werde dann die Creme darüber spritzen. Ich habe dann auch noch gehackte Nüsse bestreut. Diese hatte ich vorher angeröstet. Das duftet so richtig, wenn ihr dann die Nüsse vorher anröstet. Ihr könnt auch Mandeln oder auch Walnüsse nehmen. Wie gesagt, also die Schicht, wie ihr das schichtet, ist euch überlassen. Ich habe das so nach Gefühl gemacht. Hier könnt ihr auch ganz genau sehen, wie ich das geschichtet habe. Es geht wirklich super schnell und schmeckt auch richtig, richtig lecker, kann ich nur sagen. Ihr könnt das Ganze am Vorabend vorbereiten und in den Kühlschrank geben und nächsten Tag ist das fertig. Also wenn ihr mal Heißhunger auf Süßes habt oder ihr bekommt Besuch, das ist wirklich super schnell und einfach gemacht. So ihr Lieben, zum Schluss habe ich das dann auch mit Schokolade dekoriert. Wie gesagt, welche Schokolade ihr nehmen möchtet, ist euch überlassen. Ich habe dann auch noch zerbröselte Kekse darüber bestreut. Das alles ist optional und das könnt ihr alles selber nach Geschmack ändern, variieren. Das ist euch überlassen. Ich muss sagen, das war richtig, richtig lecker. Probiert das unbedingt aus. Das war's dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!